Einen wunderschönen guten Hallo und willkommen zurück zu Shattered World. Mit dabei der gute Olli. Guten Tag. Der erstmal gegen das Mikro boxt. Ich hab's noch näher angezogen. Ah, cool. So, heute soll's mal nicht um Ars Magica gehen, da hat mir das letzte Mal genug Spaß. Heute geht's mal um BC Robots. Und zwar möchte ich da ganz herzlich den Eldanisch grüßen. Der hat mir nämlich hier einen Robot mit als Harvester geschenkt. Schon voll aufgeladen und sowas. Geil. Richtig geil. Grund, warum ich jetzt mit BC anfangen möchte, sind diese. Die Jutsus. Die Jutsu-Bäume, die kann man leider nicht mit Forestry oder mit Golems oder mit Botania abernten, sondern es geht tatsächlich nur mit diesen kleinen Viechern. Sag ich jetzt einfach mal. So. Ich habe von nichts eine Ahnung, sage ich euch gleich. Ich glaube, der Olli auch nicht so besonders viel. Nope, muss ich auch passen. Gut. Die habe ich noch nicht verwendet. Ich weiß nur, dass man den Programming Table braucht, um diese... Gott, wie heißen sie nochmal? Redstone Boards. Redstone Boards, genau. Um die Redstone Boards herzustellen. Also hier, das ist das Rezept. Und dann hat man ja hier noch so Picker, Lumberjack, Planter, Butcher... Ne, Butcher heißt es. Ja, Redstone und sowas. Aber für die gibt es kein Rezept. Ich kann da draufklicken wie ein Blöder. Deswegen mal den Programmer. Programm. Genau, dieser. Programming Table. Da brauchen wir erstmal 6 Obsidian. Okay, Hammer. Dann brauchen wir ein Emerald Redstone Chipset und Diamond Gear. Diamond Gear habe ich hier schon. War eigentlich für was anderes gedacht, aber ich glaube, den brauchen wir jetzt gleich. So, und einen Emi-Harald. Halt, ich muss nochmal rüber den Redstone-Chipset machen. Dann hätten wir hier schon mal die Inkredenzien, also hier die 6 Obsidian. Dann einmal Goldgear und in der Mitte den Chipset. Und dann haben wir den Programming-Table. Den packe ich jetzt einfach mal zu den Lasern, weil ich denke, der wird Laser brauchen. Ja, genau. Richtig. Der braucht Energie. Alter, okay, gut. Dann, warte mal, Papier müsste ich eigentlich noch dabei haben, genau. Nehmen wir mal 8 Papier und ein Redstone. Redstone müssten wir auch hier haben, genau. 1. Wie viel Sandstone haben wir denn? 18. Könntest du schon mal... Warte mal. Utils. Ja, genau, du könntest schon mal 2 Sandstone-Blöcke bauen. So cool, oder? Sandstone, ja. Yep. So, ein Redstone-Board. Hätten wir das schon mal. Jetzt gucke ich mal das da rein. Ah, genau. Und da kann man dann mal aussuchen, was man möchte. Ich möchte mal einen Harvester. So, der braucht 32.000 RF. Und der packt es dann wahrscheinlich da rein. Ja, cool. Der wird jetzt nur mit einem Laser? Warum mit... mit 2, 3. Okay, passt. Wunderbar. So, dann haben wir hier den Programmtisch. Wie viel Sandstone wolltest du nochmal haben? Bitte was? Wie viel Sandstone wolltest du nochmal haben? Sandstone? Du hast doch eben gemeint, ich will Sandstone haben. Nein, Sunstone, habe ich gesagt. Könntest du 2 Sandstone. Blöcke machen. Ja, Sun. Also wie die Sonne. kein Sandstein. Nee. So, wir gucken uns jetzt mal die Roboter an. Und zwar der... Wie gesagt, der Eldanesh, der war so nett und hat uns einen gegeben. Das Rezept für den Roboter. Hallo? Ja. Man braucht einen Redstone Crystal, man braucht 5 Ingots of Iron und 2 Diamant-Chipsets. Die Diamant-Chipsets sind ja nicht das Problem. Die kosten ja nur 800.000 RF. So, aber dieser Redstone Crystal, der kostet, warte mal, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ja, 10 Millionen RF. Aus einem Block of Redstone kriegt man dann Redstone Crystal. Diesen Schritt haben wir uns schon mal gespart. Vielen Dank dafür. Oh, danke. Hallo? Danke. Super, vielen Dank. Die brauchen wir nämlich später auch noch. Die Glasrolle nimmt langsam Gestalt an. Oh, cool. Ja, ich war vor kurzem bei Micha XXX99. Und, der hat so eine riesengroße Glaskuppel gebaut. Fand ich schon ein bisschen bemerkenswert. Warte mal, die erstmal da rein. Den nehmen wir dann mal mit. Dann brauchen wir, also
Wir haben jetzt gesehen, Redstone Board, den Zone Planer brauchen wir auch noch, aber wir brauchen jetzt erstmal noch so eine Docking Station. Brauchen wir so einen goldenen Chipsatz? Chipsatz? Boah, Mann, ey. Und dann. Hallo? Crafting Station, hallo. Möchte nicht. Ah, jetzt. So, 1, 2, 3 und dann das da. So, Docking Station, cool. Können wir. Ah, die können wir bloß auf PC-Dinger packen, glaube ich, ja? Buildcraft Edition, nee. Ja, ich glaube schon. Dann nehmen wir doch eine. Ja, ich würde sagen, Golden Chinesis. Ja. Cool. Und da kann man dann den Roboter draufsetzen. Sehr nice. Sieht cool aus. Gut. Dann erst einmal hier wieder. Zack. Achso, nee, die muss man so abbauen. Ja. Hä? Oder nicht? Warum? Baust du das Ganze auf? Der ist tot? Warum ist der tot? Er ist tot. Mein Roboter ist tot. Ich weiß nicht, wie ich den aufheben kann. Brauche ich da eine Wrench für? So eine PC-Wrench oder was? Wäre ein Versuch wert. Ich habe jetzt eine normale Wrench genommen. Warte mal. Du bist Buildcraft Wrench. Okay, da brauche ich ein Holzgear und ein Iron Ingot. Drei Stück. 1, 2, 3. So war Basic Gear, genau. Meine Fresse. Wenn ich den jetzt getötet habe, das. So. Kann ich jetzt? Ah. Und du bist jetzt. Boah. Der hat jetzt 53% Ladung verloren. Ist ja nice. Naja, egal. Hast du vielleicht noch eine Zelle für mich? Oder so eine Capacitor-Bank? Sekunde, ich glaube, im Keller hatten wir noch eine auf Halde. Okay. Ah ne, die hatten wir ja bei der Schmelze, die ist gerade leer. Aber die lade ich einfach mal schnell auf. Dankeschön. Ich mache derweil schon mal den Zonenplaner. Da brauche ich eine Empty Map, dann brauche ich einen Kompass. Oh Gott. Zack. 1, 2, 3, 4. Müsste der Kompass gewesen sein, ne? Ich glaube schon. Ich habe das Rezept schon wieder vergessen. Das ist Wahnsinn. Ja, genau, Kompass hier. Und dann nochmal 8 Papier. So, wunderbar. Empty Map. Und dann brauchen wir nochmal Kiste. Danke. 3 von diesen. Und dann nochmal. Diamanten haben wir hier keine. Neulich nochmal so 4 Diamanten, damit man nämlich aus dem Gold Gear noch ein Diamond Gear machen kann. Hättest du auch gesagt, hätte ich gleich eins draus gemacht. Ja, entschuldige, ich wusste. 1, 2, 3, 4. Ja, pff, ist halt so, ne? Man kann ja auch nicht an alles denken. So, zack. Zack, 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 zack. Wunderbar. Gut, nehmen wir das. Und dann brauchen wir nochmal ein bisschen Eisen und. Oh, guck mal hier, da haben wir sogar Eisen. Und Redstone. Krass. So, zack und zack. Wunderbar. Zonenplaner. So. Funktioniert er auch mit RF? Wahrscheinlich. Oh Gott. Fullscreen. Alter. Oh, was habe ich jetzt? Stimmt, Timeout. So, nach einem kurzen kleinen Crash habe ich den Zonenplaner jetzt mal hingehen gemacht und ich drücke jetzt nicht auf Fullscreen, sonst bin ich gleich wieder weg. Und ich habe jetzt im Moment noch nicht so wirklich rausgefunden, wie das Ding funktioniert. Ich hab gesehen, man kann da mit der Maus was machen und so weiter und so fort. Landmarker hat der Olli jetzt gemeint, könnte man noch nutzen. Brauche ich ja bis 3 Stück, ne? 1, 2, 3. Ich glaube, die waren doch Redstone-Fackeln und dann Lovies, ne? Landmarker, genau. Müsste ja. Ja, also ich brauche nochmal. Da haben wir einen Lever. Wobei brauche ich ja in dem Sinn nicht. So, okay. Probieren wir es mal. Also ich würde sagen, einmal hier. Ja. Dann einmal hier. Passt es? Ne, passt nicht. Da.
Komm hier. Danke. Ja, das passt schon mal. Und jetzt noch die Höhe. Gott, habe ich irgendwelche Baublöcke? Nee, habe ich natürlich nicht. Du brauchst 4 Marker, der braucht einen dreidimensionalen. 1, 2. 3 reichen dann doch. Ach nee, stimmt ja. Mhm, ja. Okay. Einen noch hoch. Ja, genau, genau. Ja, ja, da war ich eben verkehrt. Da war oder müsste eigentlich auch 3. Nee, da reicht nicht 3. Ja, nee, sonst hast du bloß was Zweidimensionales. Ja. Okay. Das war richtig gut. Ins 2x2 Crafting Grid reingelegt und dann aus dem Dings rausgegangen. Hallo, jetzt kommt doch her. Mensch. So, und nochmal ein Lapis. Zack, zack. So, ein paar Baublöcke noch. Komm, Erde. Also, ich habe letztens noch ein bisschen Erde hergestellt, ne? Für die Forestry Farm. Ja, die war letztens schon ziemlich mau. Ja. Aber da hatte ich noch nicht genug Kompost gehabt. Ja, ich habe das jetzt einfach mit Sand gemacht und Leaves geht ja auch. Ja, stimmt. Noch genug Dings haben wir auch. Sag's mir. Dings. Rotten Flesh. Ja, wobei, warte mal. Ist auch schon ein Map Location. Nein, ich dachte, du kannst den Roboter sogar direkt reinpacken. Oh, danke für die Capacitor Bank. Na, hallo. Jetzt hat. So. Ich baue einfach mal eine, wenn wir eine brauchen, haben wir gleich eine. Ja, genau. Das kostet so. Noch ein bisschen Papier. Du bist verbunden. Du bist verbunden. Hä? Braucht er tatsächlich. Nee. Das reicht doch, oder? So, kann ich dann jetzt einfach den Zonenplaner dran klatschen? Nee, dafür brauchst du die Map Location. Ach die so, wird dann rechts geklickt, sobald du da die Zone aufgespannt hast. Achso, ja, eigentlich müsste das jetzt funktionieren. Ich habe jetzt Länge, Breite, Höhe. Müsste eigentlich funktionieren. Okay, gut. Dann. Map Location. Kriegst du gleich. Ich brauche nur noch Papier. Ah, okay. Ah, das ist einmal mit Sulfur oder Yellow Dye. Okay, cool. Komm, hier noch eine Gooseberry. Komm her, danke. Kann ich nicht essen, schade. Bin gerade voll. So, aber dann können wir ja schon mal einfach den mal testweise... Boah, wo stellen wir den mal hin? Komm, machen wir hier mal. So, die dahin. Dann konfigurieren wir dich noch. Non-Input, nee. Dankeschön. Schön. Ach. Non. Okay, und da Output. So, du solltest dich eigentlich damit verbinden, ne? Ja. So, dann kriegst du... Ah, keine Schaufel, aber das da. Haut das hin. Normalerweise brauchst du doch so ein Wooden-Ding, um zum Rausziehen. Ui, 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 ui. Wo will denn der jetzt hin? Ha, der fängt schon an. Verrückt. Das ist ja echt verrückt. Muss man den einfach nur da dran setzen, ohne dass... Boah, gut. Map Rider, genau. Map Location. Warte mal. So. Die Map Location klickst du dann... Sekunde. So. Ah, ich hab's schon. Ich hab's schon. Cool. Man kann dann einfach den Bereich mit der Maus auswählen und dann die Map Location reinlegen. Und dann ist die... Ja. Krass. So, was mache ich jetzt damit? Ah, den Bereich kriegst du auf der Karte angezeigt. Ja, du hättest auch mit Rechtsklick auf die Landmarks. Ah, die Map Location dann drauf rechtsklicken, oder was? Ja. Ah, okay. Cool. Ja, nee, aber da... da... Boah, harvested. Wo ist er hin? Ach, da oben. Der ist oben. Und er verbraucht noch nicht mehr viel Energie. Das ist ja echt sehr nice. Wenn man da jetzt noch irgendwie einen Vakuumhopper oder sowas hinmacht oder... Nee, Quatsch. Ne... Es gibt ja noch einen Picker. Ja, man könnte auch das zum Beispiel mit einer Hopperhock machen. Die ist nämlich noch freundlicher. Oder das.
Weil die hat braucht auch. Mana, oder? Nee, braucht nicht. Also Okay. Mana, du kannst die mit und ohne Mana nutzen. Mit Mana hat sie einen wesentlich höheren Bereich. Ah, Aber okay. hier würde das, glaube ich, ausreichen für einen Baum. Die kannst du dann auch hier unten drunter setzen, noch eine Chest dran und dann kriegst du das automatisch eingesammelt. Oder ich mache das jetzt mal ganz einfach. Magnet. Ja, genau. So, wunderbar, ja. Ja, ich habe schon 13, 14 Stück. 15, glaube ich. Ja, 14. Ja, sehr nice. Jetzt bin ich bloß mal gespannt, ob da auch Energie durchgeht. Nicht, dass du recht hast und da muss dann nur so eine Emerald oder Wooden Kinesis Pipe dran, gell? Wooden ist langsamer, Emerald ist halt schneller. Hm. Beziehungsweise pumpt mehr. So, was machst Selbst du jetzt? geladen. Da war's, das hat nichts mehr zu tun. Wow. Ah, Wohin? der ist hier unterm Baum. Ah, dann hat der Server gerade ein Stück aufgehabt. Ein bisschen, ja. Zack. Würde mich jetzt bloß mal interessieren, wenn man den dann zwischendrin so die Früchte klaut. Ob er dann meckert. Aber ich habe Oder es den schon. ganzen Baum. Ja, genau. Ich habe schon 19 Jutsus. 20. Aus diesem einen Baum. Das ist der Hammer. Also es ist schon lustig, dem Roboter dazu zu gucken. Oh, da ist noch ein Erdblock irgendwo. Kann das sein? Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. 21 Jutsus. So, jetzt komm. Setz dich mal hin zum Laden. Ach, der holt die auch da ab. Ist ja genial. Da, wo der Spieler nicht hinkommt, kann der Roboter hin. Cool. Wenn er die jetzt hier auch noch abholt, das wäre cool. Spieler wärst du da eben auch hingekommen. Ja? Hier Ich dachte, der oben? hätte da die inneren auch abgebaut. Nö, das war von hier oben. Okay. Ey! Wie geil ist das denn? Der baut hier die Dann Enderlilies ab, die Enderillas. hast du denen noch nicht die Zone zugeteilt. Ja, stimmt. Der baut einfach alles in Reichweite ab. Ja, cool. Warte mal. Böser Roboter. Hallo? Roboter, komm mal her. Bitte. Danke. Kann ich den damit jetzt irgendwie kombinieren? Nee. 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 Kann ich den da. Oh Gott, was ist denn hier los? So, warte mal. Ich mache jetzt mal hier Remove. Mach das da weg. So, und dann packe ich mal den Roboter da direkt rein, ob das auch funktioniert. Nee, tut sich nix. Schade. Wenn ich den dann. Muss ich den vielleicht rechtsklicken, ja? Na? Nee, bringt gar nichts. Aber es ist schön, wie der da rumzuppelt. Ja, gib mir alle Enderperlen, ist mir auch egal. Soll das eigentlich nur den Jutsu-Baum abbauen? Wie kann man dem jetzt einen Bereich zuordnen? Ja, jetzt geht er noch dahin, genau. Aber der hat eine ziemliche Reichweite, finde ich. Guck mal, das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Der neunte Block war das. Das können wir mal da reinpacken. 10. Du brauchst noch ein Emerald Endgate, das an die Pipe angeschlossen und konfiguriert wird, soweit ich das hier sehe. Ah, wo siehst du das? Kunde, ich verlinke dir das gerade am Discord. Okay. Der kostet ja 1,2 Millionen EF. Der Emerald Chipset. Warte mal, den können wir gleich mal anfangen. Na komm, lass mich fliegen, danke. Ja.
So, einmal Emerald und Redstone. So, zack, 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 mach. Dann brauchen wir wahrscheinlich auch noch den anderen Table, ne? Was für einen anderen Table? Ja, um den, das Emerald. Achso, nee, es geht auch um Assembly Table. Ah, cool. Das kostet ja auch 1,2 Millionen. Ja, ganz toll. Ist alles nicht so billig hier. Was machst denn du jetzt hier hin? Nein, du sollst das Gras nicht. Gib her. Knallhart baut er hier einfach alles ab. Ey, das ist der Hammer. Der baut sogar das Gras ab. Puh. Ja gut, ja, ich warte jetzt mal, bis das Emerald Endgate ist. Und was hast du gesagt? Dann hier an die Pipe dran und da kann man dann die Map-Location dran knallen oder sowas? Sieht zumindest so aus. Okay. Wie gesagt, ich habe das auch noch nie gemacht. Okay, probieren wir gleich immer. Ich überfliege nur gerade hier die Webseite, wo das steht. So, wir haben dieses Emerald Endgate. Hat jetzt ewig gedauert, klar. Wir haben ja bloß 3 Laser. Aber wir haben das jetzt nach dem Wiki eingestellt. Und zwar jetzt eben für den Harvester. Und zwar einmal Redstone Signal on. Dann Work in Area. Die muss da noch definiert werden, genau. Dieses Map Location hat ja der Olli hergestellt. Das Rezept ist relativ simpel. Man braucht bloß einmal gelbe Farbe und dann eben 8 Paper. Und man kann dann einfach hingehen und dann hier rechtsklick. Und dann seht ihr hier die Location. Map Location. Einmal, was? Einmal? Nee, eigentlich nicht. 7x7x7, genau. Oh, der ist jetzt gestartet. Warum? Der zuppelt nur. Man braucht dann nochmal eine Map Location für die Basis, weil in dem Emerald Endgate ist nochmal definiert, dass wenn kein Redstone-Signal da ist, dass er wieder zur Station geht. Und die haben wir dann hier definiert, damit er auch weiß, was ist. Das heißt, wir haben einmal Redstone-Signal on. Er geht in den vordefinierten Bereich und arbeitet dann dort ab. Dann, das können wir eigentlich weglassen. Das können wir eigentlich komplett leer machen. So, leer. Dann einmal Redstone-Signal off. Er geht wieder zurück. Und nochmal Redstone-Signal on. Er wacht auf. Ne? So, genau. Passt. Wunderbar. Im Moment ist er, ja, sleep sieht man jetzt nicht, ob er schläft oder nicht. Aber er wird wenigstens geladen. Da haben wir natürlich noch eine Wooden Kinesis Pipe dazwischen gebraucht. Oder eben eine Emerald Kinesis Pipe geht, glaube ich, auch. So, Zonenplaner braucht man nicht unbedingt. Man kann eben die Map direkt an die Landmarks knallen. Die sind deutlich günstiger. Oder wenn man eben mehr machen möchte, kann man dann eben hier sagen, ich möchte den Bereich, dann möchte ich den Bereich und den Bereich und was weiß ich was alles. Kann man auch wieder wegmachen. So, genau. Und damit kann man dann eben mehrere Bereiche machen und dann die Map Location da oben rein. Und dann hat man dann eben verschiedene Bereiche. Und soweit ich jetzt gelesen habe, der Roboter geht überall dahin, wo die Chunks geladen sind, richtig? Gehe ich mal stark davon aus. Ja. Aber warum geht... Ne? Der will einfach nur ein bisschen fliegen, ne? Kann das sein? So, da hätten wir jetzt nochmal eine Jutsu. So, ich mach das jetzt mal an. Redstone-Signal ist an. Dann sollte er aufwachen und im Work-Bereich arbeiten. Macht er jetzt nicht. Der ist inaktiv. Aus. Ladet er einfach nur. Hä? Der klassische Vorführeffekt. Ja, super. Kriegt er überhaupt ein Redstone-Signal? Ja, kriegt er. Also hier sieht man das an dem roten Balken. Und wenn der dann aus ist, dann... Ja, Go to Station. Ja. Braucht der ein Wake-up? Ich weiß es nicht. Warte mal, machen wir das auch mal weg. So. Ui! Was machst denn du hier? Komm mal her, Wolf. Komm mal her. Bot. Es wird abgebaut. Beifuß. Beifuß. Ja gut, hier reicht auch. Sitz. Bitte was? Sonst wird er abgebaut. Ja, genau. Also irgendwie...
Ja, der hat jetzt ein Redstone-Signal, sollte jetzt eigentlich in der Working Area arbeiten, macht er aber nicht. Schade. Scheint aber noch zu schlafen. Mhm. Ich hab doch eine Idee. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Was hast du da? Power overloaded? Also wenn er voll ist, meinst du? Nee, muss da nochmal raus und wieder reingehen. Der. Ah, Robot in Station, go to Station? Nee, auch nicht, ne? Sag mir einfach, wenn du fertig bist. Dann guck ich's mal an. Naja. So, Robot in Station, wake up. Robot in Station, wake up. Okay, also das heißt, sobald er dann in der Station ist, dann wacht er wieder auf. Dann kann man das noch mit Redstone-Signal verbinden. Sekunde, ich probiere gerade nochmal was. Redstone-Signal on. Geht nicht. Ja gut, wir werden da auf jeden Fall noch ein bisschen rumtüfteln. Aber wie gesagt, die Jutsu-Bäume abzuernten, das geht mit, leider nur mit diesen Robotern. Der Rest geht nicht. Warum das jetzt hier nicht geht? Ich muss vielleicht mal nochmal den Eldanisch oder den, wie heißt der, Knodder fragen, weil die haben das nämlich, glaube ich, gemacht. Nun denn. Ist eine etwas längere Folge, glaube ich sogar. Bin mir jetzt nicht sicher. Weil die Zeit, die verfliegt ja hier auch immer so. Ganz, ganz schnell. Genau. Nur noch eine Runde. Nur noch eine Runde, ja genau. Oh, nur noch den Block setzen. Ah, nee. Hier noch was abbauen. Ah, da noch ein bisschen verschönern. Ja, gut. Aber in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Wir würden dann einfach sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt uns doch ein Like, und um uns auch zu unterstützen. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, in diesem Sinne, gehabt euch wohl, haut rein und wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschö. So, nochmal kurz als Ergänzung. Wir haben uns ein bisschen rumgebastelt, es ist jetzt mittlerweile auch ein bisschen gewandert. Das Emerald End Gate ist jetzt folgendermaßen konfiguriert. Wir haben einmal Redstone Signal on, dann geht er Work Area und die Map Location. Dann nochmal Redstone Signal on, wake up. Redstone Signal off, er geht wieder zurück zur Station. Und das funktioniert jetzt einwandfrei. Also wir haben, glaube ich, anfangs den Fehler gemacht, dass wir hier irgendwie noch eine Lücke hatten. Den letzten haben wir jetzt frei. Und somit funktioniert es auch. Also es war ein bisschen Tüftlerei, aber es geht einwandfrei. Und in der Mitte ist noch eine Floating Hoverhog. Die Floating, weil der braucht, glaube ich, ja, der muss auf diesem Level sein. Und so sieht es eigentlich auch am besten aus. Der hat jetzt noch einen Mana Pool, damit der eben auch den kompletten Bereich abdeckt. Es gibt noch so ein ganz, ganz nettes Tool. Ich glaube, ich habe das nicht dabei, oder? Nee, habe ich nicht. Warte mal, das zeige ich euch auch nochmal schnell. Und zwar ist es auch von Botania. Habe ich das hier? Da ist es, genau. Mana Seal Monocle Rezept. Das ist einfach nur ein Mana Seal Ingot mit 3 Ingots und einem Mana Glas. Und das kann man dann hier in die Bubbles reinlegen. Bubbles. Nein. Ach, Mann, eh. Hallo? Zack. 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 Genau. So, jetzt habe ich hier das Monokel an. Und dann gehe ich nochmal da zurück. Und wenn ich jetzt auf die Hoverhog gucke, muss ein bisschen weiter runter, dann wird der Bereich, in dem die arbeiten kann, gehighlightet. Ist jetzt ein bisschen doof, weil man muss dann halt immer auf die Pflanze drauf gucken. Aber ihr seht schon, der ganze Bereich wird abgedeckt. Und ich habe dann noch eine Chest mit dem Itemframe dran, wo eben dann die Jutsu-Frucht drin ist. Damit er eben auch nur die Jutsu-Früchte einsammelt. Oh, und das funktioniert einwandfrei. So, der ist jetzt wieder zurück, weil eben hier im Moment keine Jutsus gewachsen sind, die er erkennt. Warum er hier nicht alle erkennt, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Aber mit dieser Konfiguration von diesem Emerald End Gate, wie jetzt hier abgebildet, ich lasse das mal kurz stehen. Somit funktioniert das einwandfrei. So, ich werde den jetzt mal ausschalten. Dann haben wir eben, ja, Go to Station, Map Location, passt. Wunderbar. Gut, dies nochmal ganz kurz. Aber jetzt auch wirklich
Vielen Dank fürs Zusehen. Gehabt euch wohl. Haut rein und wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Tschüss.